Hallöchen, meine lieben Freunde. Jo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute stelle ich euch wieder ein kostenloses Plugin vor. Und zwar folgendes. Ich gehe mal hier so auf den Mischpult mal kurz. Ich habe hier jetzt auch wieder eine Loop vorbereitet, damit es einfach schnell geht. Ich spiele die mal jetzt einfach so kurz ab. Jo, und wenn ich jetzt so ein bisschen die Seitenlage von diesem Ton verstellen möchte, dann habe ich hier natürlich den Pan-Regler, ne, wo ich so ein bisschen links machen kann oder rechts, ne? Aber ich habe jetzt hier noch ein Plugin gefunden, wo man noch viel, viel mehr einstellen kann, und zwar Ambio Orbit. Und zwar habt ihr hier so einen Kreis, sage ich mal, wo ihr genau einstellen könnt, von wo der Sound kommen soll, sozusagen. Also hier habt ihr Front, also von vorne, von links, von rechts oder eben auch von hinten. Probieren wir mal ein bisschen aus hier. Und ihr könnt hier auch die Breite einstellen, wie breit der Sound im Allgemeinen sein soll. Hier seht ihr auch an dem blauen, wie breit der jetzt ist. Könnt oder so. Clarity weiß ich jetzt nicht. Hier habt ihr noch also Raumreflexion sozusagen. Das könnt ihr dann auch noch einstellen, wie stark die sein sollen und was für eine Größe die haben sollen. Also wie groß der Raum sozusagen sein soll, der reflektiert sozusagen. Und ich habe hier mal irgendwie will das immer nicht. Ne, merkt ihr, jetzt haben die Reflexionen einen ganz weiten Raum. Und hier könnt ihr noch einstellen, ich weiß nicht, das sind hier für die Reflexionen irgendwie nochmal irgendwelche Einstellungen. Da müsst ihr euch mal selber ein bisschen schlau machen. Hier kann man auch das komplett an- und ausschalten. Clarity weiß ich jetzt auch nicht und Elevation weiß ich auch nicht, aber ich habe gemerkt, wenn ich den jetzt nach oben mache und hier drehe, dann ist kaum noch was zu merken. Und ebenso, wenn ich ihn nach unten stelle. Also ich würde den auf der Mitte stehen lassen am besten. Jo, finde ich aber auch ein cooles Plugin, weil, ja, wie gesagt, normalerweise hat man ja hier nur diesen Pan-Knopf, wo man links oder rechts einstellen kann. Und dieses Plugin, finde ich, gibt einem nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten, an dem Sound rumzuspielen, sozusagen. Und ja, deswegen will ich jetzt auf jeden Fall dabei haben. Finde ich auf jeden Fall cool. Und ja, den Link mache ich euch hier in der Beschreibung und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Macht's gut, Freunde. Bis dann. Tschüss.